Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Wir hängen ziemlich doof in diesem Dungeon fest. Beziehungsweise ich. Ihr sitzt daneben und haltet euch die Hand vom Kopf. Und, nein, das wollte ich nicht. Falscher Knopf. Bäh. Okay. Und ich gelobe keine Besserung für dieses Video. Ich gelobe lediglich, dass es genauso schrecklich wird wie vorher. Ich bin, wie ihr seht, nicht nochmal leveln gegangen. Ja, was heißt leveln? Leveln ist ein total falsches Wort. Nochmal Herzen suchen gegangen. Weil ich der ganz, 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 ganz stillen Hoffnung bin, dass das Spiel großzügig sein wird. Und mit drei Herzen werde ich nicht nach links gehen. Und uns hier in dem scheiß Dungeon nochmal irgendwas geben wird. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Okay, fünf Herzen. Jetzt geht diese Fucktür wieder nicht auf. Na gut. Okay, also ich will ohne meinen Energieschwung nicht da reingehen. Auf gar keinen Fall. Und hier sind doch irgendwo nochmal diese interessanten Blob-Dinger. Okay, nee, euch wollte ich eigentlich nicht. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Vielleicht kriegen wir von denen nochmal was. Das finde ich nämlich voll nett. Nee, dich wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ins Höher. Habe ich mich so vertrapscht? Ist ja lustig. Na gut. Dann gehen wir an dem Bombenkärtchen vorbei. Also an diesen hier. Dodongo ist es, glaube ich, ne? Dodongo. Ich bin Dick Dogger und Dodongo finde ich halt so ein bisschen verwirrend. Ha, hier wollte ich hin. So, packen wir die Kerze aus. Ich könnte ja auch eigentlich mal, ich meine, wir haben ja jetzt Pfeile. Das Blöde halt an den Pfeilen ist, dass die ja, wie ich schon erklärt habe, jeden Pfeil, den wir abschießen, der kostet uns Geld. Und das ist genau das, was ich gerade im Moment halt einfach vermeiden möchte, weil ich eigentlich 100 Punkte brauche. Also 100 Rubine brauche. So, hier nochmal. Erst nach oben. Weil die wären mir nämlich eigentlich auch voll wichtig, dass ich die behalte, bekomme. Ach nee, jetzt, ne? Ich habe extra Rückstoß. Komm, keiner eine Fee, bitte. Irgendwer eine Fee, Mann. Kann nicht wahr sein. Nix, kein Herz, keine Fee. Also wie arsch ist denn das? Ja, dann... Hallo? Egal. Gehen wir mal hier oben. Mir macht das alles so ein bisschen Sorge, dass das so nicht läuft, wie ich das gern hätte. So, ich stelle mich jetzt wieder hier hin. So, kümmere mich um den Typen. Komm schon, komm schon, komm schon, ich mach dich platt. Gibst du mir bitte was? Toll! Die bräuchte ich für da unten, diese Uhr-Dingens. Okay, wir müssen so runtergehen und ich muss mal wieder auf meine Geschicklichkeit. Auf Geschicklichkeit spielen. Das wird desaströs. Aber gut, ach nee, da geht's ja nicht weiter. Das sehen wir ja oben auf der Karte. So, wir gehen jetzt tiefer. Nee, da ist noch nicht richtig. Doch, hier können wir schon nach links. Aber. Da kommen wir bei den Bombentierchen raus. Und dann gehen wir einfach links nicht weiter. Weil er zu ist. Sondern nach unten. Und bedienen uns nochmal an diesen Mumien. Aber gerade so. Ha! Gib mir was, bitte. Gib mir. Etwas, was nicht ein Herz ist. Vielleicht, wenn ich so tue, als würde ich keine brauchen. Nö, ne? Hilft auch nicht. Aber nur noch ein Dingen. Dann haben wir 100 voll. Die 100, die brauchen wir unbedingt. So, sind immer die wieder gespawnt. Vielleicht gebt ihr mir was. Also, es ist ja schon anstrengend. Komm, also eine Fee erwarte ich ja nicht mal mehr, aber wenigstens ein Herz. Ja, okay. Komm, das kann so schwer nicht sein. Oh, danke. Ich meine, es ist nicht das Ultimo, aber es ist besser als gar nichts. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Okay. Oh!
habe ich aus Schrecken B gedrückt. Okay, einer. Wieder einer weniger. Du da, du. Und das ist ja noch nicht mal mehr das Erste. Es kommt ja nochmal so ein Raum mit diesen Dingern hier. Deswegen will ich ja so gerne hier so wenig Leben verlieren wie möglich. Nein, warum laufe ich denn raus? Was bin ich denn so doof? Bleib doch da drinne, Vollpfosten. Weh, das respawnt jetzt komplett. Nee, okay. Ah. Nein. Okay. Ah, dieses plötzliche Umdrehen und auf mich zulaufen, das macht mich nervös. Ah, komm schon. Nein. Okay, und... Ah. Fee, Fee, Fee. Noch einer. Komm. Ich hab's geschafft. Raum Nummer 1 ist geschafft. So, Moment. Ich halte jetzt auf den Boomerang. Denn jetzt kommen ja die Fledermäuse. Und das würde mich jetzt echt wurmsen, wenn ich da jetzt auch noch ein Herz verlieren würde. Aber eigentlich sind die so schwach, die dürften uns theoretisch nichts mehr tun. So, hier sind wir. Haben wir Schlüssel? Ja, dann gehe ich nämlich als allererstes mal was anderes machen. So, nein. Warum seid ihr so gemein und gebt nichts? Ihr geizigen Monsterviecher. Okay, und die letzte. Ja. Jetzt können wir nämlich dahin, wo ich hin wollte. Wo wir die 100 Rubine... Warum habe ich einen Rubin weniger? Ich hatte doch eben 100. Bin ich jetzt doof? Habe ich einen Pfeil geschossen? Was habe ich gemacht? Warum habe ich einen Rubin weniger? Ich brauche 100. Nee, ne? Ist jetzt ein Witz. Ist jetzt ein ganz, ganz, ganz doofer Witz. Okay, ich brauche einen Rubin mehr. Okay. Wow. Oh, ich will nicht mehr. Das läuft nicht. Ich brauche einen Rubin noch. Oh, bitte. Oh. Okay, okay, Moment. So, und trinken. Es geht nicht anders, ich muss es so machen. Es hilft mir ja leider nichts. Ich glaube, reagieren die eigentlich auf den Boomerang? Wenn die jetzt auf den Boomerang reagieren, fange ich an zu heulen. Ne, es ist denen vollkommen egal. Okay, dann probieren wir es jetzt wieder von Weitem. Okay, Hilfe. Im Stand. Hilfe, Hilfe, die haben mich doch schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Warum sind da so viele? Warum ist das so gemein, Mann? Okay, Moment. Ah! Sorry. Okay, einer weniger, das ist gut. Na, das ist gemein, das ist unfair, das ist nicht nett. Ah! Irgendwer muss doch mal sterben jetzt. Ah, und plötzlich wieder umgedreht. Ich fasse es nicht. Ah. Okay. Okay, wieder einer weniger. Sehr schön. Okay, wieder einer weniger. Wieder einer weniger. Noch einer weniger. Oh, das könnte was werden. Ah, der Sack. Scheiße. Okay, Trank. Es hilft nichts. Okay, so. Und säufeln. Oh, es tut mir leid, es hilft nichts. Aber dafür sind die Dinger ja da. Sie kosten halt massig Kohle, aber dafür sind sie da.
komm schon. Nee, 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 nicht nochmal. Ich behalte jetzt meine vollen Herzen hier. Das gibt's nicht. Es kann nicht sein, dass ihr alles bekommt, was ihr wollt, und ich krieg gar nichts. Ich bin ein Held. Okay. Mann, wie alt werden die denn? Wie lang überlebten diese Scheißdinger? Okay, jetzt habe ich die 100. Tolles Herz hätte ich nicht gebraucht, aber jetzt habe ich die 100 voll. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ich hier runtergehe. Denn wenn ich das nicht mache, werde ich echt... würde ich es bereuen. So, okay, wir stellen um auf Bombis. So. Einmal hier. Oh, es tut mir leid. So. Es tut mir leid. Ich glaube, ich wette, du willst mehr Bomben haben, ja. Es sind zwar nur 12, aber es ist trotzdem besser als nichts, weil wir können jetzt 4 Bomben mehr tragen. Und das ist halt wirklich doch durchaus nützlich. Ich meine, wie gesagt, es kostet 100 und es ist halt schon doof, aber wir können damit wesentlich mehr erreichen als vorher. So, jetzt können wir das Ding schieben. Und dann haben wir auch den Dungeon-Schatz gefunden, den ich eigentlich nicht mit einer Bombe killen wollte. Aber das ist der Dungeon-Schatz. Und ohne diesen Dungeon-Schatz kriegen wir den Boss nicht klein. Und es ist ja so, wie ihr gemerkt habt mittlerweile, ist ja kein Spoiler, wenn ich das sage, dass die Bosse aus den anderen Dungeons immer wieder in den nächsten Dungeons dazukommen. Und das heißt, dass wir die tolle Flöte, das ist übrigens eine Flöte, und wenn ihr das nachher mal hört, was die für ein tolles Lied spielt, dann freut ihr euch bestimmt. Kennt ihr das? Das müsste sein, also unter anderem kommt es vor in Link to the Past. Und ich glaube auch in Minish Cap. Ist auch so ein typisches Zelda-Ding. Achso, nee. Hier kommen wir ja gar nicht weiter. Wir sind ja jetzt in einem anderen Bereich des Dungeons. Wir müssen nämlich jetzt hier wieder zurück. Und ich ignoriere diese Gegner jetzt, weil habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Wir gehen jetzt straight zum Endboss. Alles andere ist mir einfach nur noch egal. Nur das wird getötet, was mir im Weg steht. Leute, mach mich nicht traurig. So. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, die muss ich... die muss ich töten, weil ich... ja, die, weil ich da oben die Tür aufbrauche. Das ist aber nicht so schlimm. Damit kann ich... damit komme ich klar. So, perfekt. Und wenn wir dann halt jetzt zum Schluss dann irgendwann mal die 12 Herzen haben... wie gehen wir denn jetzt am besten her? Hoch ist Quatsch, wir gehen nach hier, nach rechts. So. Hallo? Davon will ich jetzt aber nichts hören hier. Die, was die Bürste, wollte ich gerade sagen, was die Flöte nutzt, das lernen wir halt später. Soll ich mal gerade gucken, wir müssen nach oben. Kürzen das Ganze ab, so. Von denen will ich mich auch nicht wirklich beeindrucken lassen. So. Ah! Wieso konnte der mir jetzt was tun? Ich war doch auf meinem Brückchen. Da hätte er mir eigentlich nichts tun dürfen. Okay, ihr könnt mich mal. So. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir hätten diesen Kraftring nicht, ne? Was die Viecher dann mit uns gemacht hätten. Also dann hätte man das da hier ja überhaupt keine Chance. Man muss schon die Controls, also hier so, wie man Link halt lenkt, das ist natürlich auch nicht so das, das Einfachste, wie man sich das vorstellt. Ich meine, es ist halt beim Steuerkreuz, es geht, aber er reagiert halt auch nicht so hundertprozentig schnell. So, das ist jetzt der Endboss. Wir pfeifen ihm jetzt was vor, dadurch wird er klein. Und dann können wir den besser angreifen und dann war es das eigentlich auch schon. So,
Dann haben wir den nächsten Herzcontainer, haben jetzt 12 Herzen und haben das Triforce. Und haben Dungeon 5 geschafft. Sehr gut. Oh, das war jetzt sehr, sehr anstrengend. Aua. Und jetzt will ich mich definitiv nicht davon abhalten lassen, das Schwert zu holen. Weil mit 12 Herzen sollte es jetzt wirklich funktionieren. Und wenn nicht, dann fange ich an zu weinen. So, lasst mich alle in Ruhe. Wir laufen jetzt einfach nur noch nach links und gehen gucken, ob wir das Schwert bekommen können. Von dem guten Herrn auf dem Friedhof, der sich unter einem Grabstein versteckt und der bestimmt total traurig und einsam ist, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, das war so klar, dass das passiert. So, hier geht's weiter. Mal gerade schauen, ich glaube... Momentchen. Unser Triforce sieht auch schon cool aus, oder? Hier müsste auch noch eine Höhle sein. Da. Ja. Sehr gut. Ah! Genau, und das ist das, wo wir auch später hin müssen. Da, ihr seht, vor, 100 für das Fleisch da in der Mitte. Und das brauchen wir halt wirklich auch für den nächsten Dungeon. Das heißt, wir müssen uns irgendwie wieder 100 Geldstücke erspielen. Und das ist halt echt total wichtig. Und das werden wir natürlich auch noch machen. Ach, wir brauchen so unglaublich viel, das ist Wahnsinn. So. Ich bin nicht richtig. Doch, nee. Hä? Nee, doch, ich bin richtig. Manchmal weiß ich es nicht, aber hier geht eine Treppe runter. Diese Treppe brauche ich. An denen schleichen wir uns vorbei. Also hier ist, glaube ich, auch nochmal was. Ja. Und dahinter müsste auch wieder so eine Hexe mit den Tränken sein. Ja. Das ist ganz gut, weil hier halt in der Nähe Dungeon Nummer 6 ist. Und da kann es durchaus sein, dass wir das benötigen. So. Nein, das wollte ich nicht. Egal. Gebe ich was? Ich kriege nichts. Ich mag halt diese Flatterviecher nicht, weil man gegen die nichts tun kann. Und das finde ich immer total kacke, wenn man Gegner hat, gegen die man nichts tun kann. Das macht mich immer sehr traurig. So, den Geist lassen wir mal wegspuken. So. So, hey. Junge, ich habe voll die 12 Herzen. Was sagst du dazu? Ah, perfekt. Jetzt haben wir total das coole Schwert. Okay. Es wirkt jetzt gerade nicht so cool, aber man sieht das halt immer an den Gegnern, die man halt vorher schon irgendwie platt gemacht hat. So, unser nächstes Ziel ist dann Dungeon Nummer 6 und der ist hier oben. Aber dafür brauchen wir, wie ich gesagt habe, halt erstmal dieses Fleisch. Und das kriegen wir halt mit 100 Rubinen und ich muss halt jetzt erstmal die 100 Rubine sammeln. Wir beamen uns jetzt erstmal weg. Wir haben hier oben hier so eine Beamstelle. So, seht ihr mal, was hier geht jetzt mit dem Schwert. Das ist doch Wahnsinn. So. Ich hoffe, dass wir irgendwo unten am Wasser rauskommen können. Ich glaube, es sollte mit dieser Treppe hier funktionieren. Ja. Und ich sammle dann jetzt mal noch ein bisschen Geld. Wir haben ja noch 2 Minuten Zeit und in den 2 Minuten sammle ich jetzt einfach mit euch noch ein bisschen Kohle und quatsch noch ein bisschen mit euch. Und das restliche Geld würde ich dann halt einfach offscreen sammeln, um euch nicht zu sehr... weil Geld sammeln ist halt wirklich leider so eins der Dinge, die halt immer wieder hier vorkommen. Und man macht's halt, es ist halt so. Also es geht nicht weiter, schon alleine für diesen blauen Ring, den wir da halt hatten. Schon allein, wenn ihr, was wir dafür halt gebraucht haben an Geld. Das war halt schon Wahnsinn. Ich meine, 250. Und das Fleisch ist halt auch wirklich nötig, um durch den Dungeon durchzukommen. Anders schaffen wir es sonst halt nicht. Wir probieren uns da halt irgendwie durch. Und im Übrigen ist es auch so, dass in manchen Lösungswegen, die halt dieses Spiel beschreiben, dass da halt auch durchaus hier unten dieser Weg, den man halt so entlang geht bis zum Wasser und wieder zurück zum Startplatz, dass der als Money Path, also als Geldweg bezeichnet wird, weil man hier halt die ganzen Gegner immer wieder hin und her laufen und töten kann und halt so immer so ein bisschen das Geld grindet. Ist so, weil es halt die einfachen Gegner sind und weil die halt auch durchaus relativ viel Geld droppen und dadurch, dass wir jetzt auch das gute Schwert haben, one-shotten wir ja alles. Und da müssen wir uns dann so zeittechnisch überhaupt keine Sorgen mehr machen. Das ist schon ziemlich cool. So. Hier, wir kriegen ja auch gut Geld im Moment. Das muss man ja wirklich sagen. Wir kriegen richtig gut Kohle. So, ich glaube,
Gehen jetzt einfach mal noch hier weiter. So, von den blauen kriegt man ja eher weniger Geld. Da gibt es dann halt auch mehr so Gegenstände. Von den roten, das sind halt mehr so die Geldgeber, sag ich mal. Wow. So. Ich denke, ihr seht, was ich meine. Zack, und jetzt haben wir wieder 12 Bomben voll. Das ist supi. So, hier haben wir ja Dungeon Nummer 8. Da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Aber hier haben wir ja Gegner in Massen. So, wir haben es fast voll mit den 100. Das kann nicht mehr so lange dauern. So. Also ich mache den Rest auch, wie gesagt, den mache ich offscreen. Laufen jetzt einfach nur hier so ein bisschen auf der Overworld noch rum. Mehr ist es eigentlich nicht. Also da gibt es nicht wirklich was zu sehen. Und hier sind wir wieder dann am Strand angekommen. Also es ist der gleiche Weg wie immer. So, ich würde dann sagen, Wuppel, da, ich gehe jetzt mal hier rein. Weil es ist so der sichere, unser sicherer Hafen. Und da bleibe ich jetzt stehen und erstmal. Und wenn ich genug Geld gesammelt habe in der nächsten Folge, werde ich dann vor dem Fleischhaufen, also vor dem Fleischdingsbums, werde ich dann wieder anmachen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.